Wirtschaftstag in Augsburg, heute des Wirtschaftsbeirates Bayern. Ich freue mich, dass wahnsinnig viele Leute zugesagt haben. Über 300 Gäste aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Wissenschaft, aus den gesellschaftlichen Gruppierungen sind heute da, um über ein Thema zu diskutieren, nämlich die zukünftige Ausrichtung in der Wirtschaftspolitik. Der Wirtschaftsbeirat Bayern glaubt, dass wir eine radikale Kehrtwende brauchen, dass wir weg müssen von Bürokratie, dass wir eine vernünftige Energiepolitik auflegen müssen, dass wir hier massiv in Sachen Digitalisierung, KI, Technologien, Innovationen investieren müssen. Bayern hat geliefert mit dem Modernisierungsprogramm, was unser bayerischer Ministerpräsident letzte Woche vorgestellt hat. Da sind viele, viele gute Vorschläge drinnen, um hier auch Luft und Freiraum zu schaffen für unsere Unternehmen. Die Ampelregierung hat sich mühsam geeinigt über den Haushalt 25 und ein kleines Wirtschaftsinitiativchen auf den Weg gestellt, aber dabei mal leider auch wieder die falschen Prioritäten gesetzt. Eigentlich muss man in Zeiten wie diesen hier massiv in Sicherheit und Verteidigung investieren, aber gerade der Verteidigungshaushalt ist zurückgefahren worden. Ja, und in Brüssel stehen auch große Entscheidungen an. Wir wählen nächste Woche die Kommissionspräsidentin. Ich hoffe sehr, dass alle demokratischen Parteien auch ihre Wahl unterstützen. Aber auch da bedarf es einer Kehrtwende. Weg von Planwirtschaft, weg von dirigistischen, staatlichen, staatsähnlichen Vorgaben, hin zu einem freien Unternehmertum, zu sozialer Marktwirtschaft, die Unternehmen einfach hier mal machen lassen. Weg mit unnötigen Regelungen, wie zum Beispiel dem Lieferkettengesetz und technologieoffene Gestaltung. All das sind Themen, die wir jetzt heute auf unserem Wirtschaftstag besprechen. Ich freue mich jetzt auf all die Gäste, die schon da sind, im Foyer stehen, und wünschen Sie einfach, dass wir eine super spannende Diskussion mit vielen, vielen neuen Anregungen auch für die künftige politische Arbeit haben.